Meine Damen und Herren, unter den verschiedenen Fahrzeugarten ist gegenwärtig die Zunahme der Anzahl der Personenkraftwagen in der DDR am größten. Die Wartezeiten sind unterschiedlich lang, entsprechend dem Bedarf nach Pkw. Der Pkw Moskitsch 412, von dem unlängst das sowjetische Außenhandelsunternehmen Autoexport den 175.000. in die DDR lieferte, wird vom IFA-Vertrieb ohne jegliche Wartezeit angeboten. Das ist erfreulich und ich hoffe, dass auch eine gewisse Bedarfssättigung bei den Mittelklassewagen in den nächsten Jahren eintreten wird. Dann wird es noch schwieriger, das richtige Fahrzeug zu wählen. Wir alle wissen, dass es ein Universalauto sozusagen für alle Zwecke nicht gibt und auch nicht geben kann. Irgendwo ist jeder Pkw ein Kompromiss. Jedes Fahrzeug hat Vor- und Nachteile und das trifft auch auf den Moskvitsch 412 zu. Der Motor ist verbessert worden und auch die Herstellungsmethoden dieses Fahrzeugs sind in den letzten Jahren vervollkommnet worden. Unter sehr schwierigen Verkehrsbedingungen ist dieser Pkw besonders gut einsetzbar. Der Moskvitsch 412 hat eine Starrachse. Durch sie bleibt die Spur immer konstant. Die starre Hinterachse hängt an extrem weichen Blattfedern. Sie geben nicht nur in Federrichtung der Räder nach oben und unten nach, sondern auch nach links und nach rechts und bei entsprechender Verformung ein wenig nach vorn und nach hinten. Zum Beispiel beim Anfahren, aber auch beim Fahren auf schlechten Straßen, holprigen Feld- oder Waldwegen. Die relativ langen Federwege und die seitliche Nachgiebigkeit der Hinterfedern wiegen die Insassen des Moskvitsch über Unebenheiten und Löcher hinweg. Elastisch geben sie in jeder Richtung nach. Es gibt selbst auf extremen Geländestrecken kaum harte Stöße. Das Fahrwerk und die Karosse, die Gelenke und die Aufhängungen werden dadurch weitgehend geschont. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten wiegt sich der Moskvitsch darüber hinweg wie ein Boot auf leichten Wellen. Damit dieser Vorteil des Moskvitsch deutlich wird, belasteten wir das Fahrwerk bis an die Grenzwerte. Das gehört zu einer objektiven Beurteilung dazu, zu zeigen, was der Wagen unter schweren Bedingungen leistet. Er leistet da Überdurchschnittliches und das gehört einfach mit zum Gebrauchswert des Pkw. Andere Wagen rütteln auf solchen Strecken ihre Insassen im wahrsten Sinne des Wortes durch. Selbst der robuste Trabant tut sich unter diesen Bedingungen schwer. Bei Camping und Sport ist auch der Dacia auf solchen Wegen nicht der Beste. Und der Shiguli mit seinem guten Fahrkomfort ist ebenfalls eher für glatte Straßen geeignet, weil auf zu großer Beanspruchung schlechter Fahrstrecken die 10 Gelenke der 5 Streben empfindlich reagieren, die die Hinterachse führen. Man muss allerdings auch wissen, dass die starre Hinterachse kombiniert mit der weichen Blattfederung ein Ausbrechen oder manchmal auch Versetzen des Moskvitsch in Kurvenfahrt oder bei Unebenheiten begünstigt. Bei Kurvenfahrten drängt die Karosserie wegen der Fliehkräfte nach außen. Die Hinterfedern geben nach und werden wie ein Bogen gespannt.
Auf ebenen, wellen- und lochfreien Straßen ist das belanglos. Aber schon geringe Unterschiede in der Bodenhaftung der Reifen, übrigens nicht nur in Kurven, können ein plötzliches Beiseiterutschen auslösen, weil die vorgespannten Hinterfedern die rutschende Achse nicht sanft schieben, sondern bis zu ihrer Entspannung katapultieren. Das kann auch schon beim Überfahren von Schleusendeckeln passieren. Dazu muss man wissen, der Wagen fängt sich von selbst wieder. Deshalb bei kleinen Rutschern einfach ohne irgendwelche Beeinflussungsversuche weiterfahren. Nur bei Ausbrechen des Wagens weich gegenlenken. Auch zum Kraftstoffverbrauch des Moskvitsch 412 muss noch ein Wort gesagt werden. Gerade weil manche Moskvitsch-Fahrer über einen relativ hohen Kraftstoffverbrauch klagen. Wir haben bei diesem Wagen bei Fahrten im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften einen Durchschnittsverbrauch von 9,7 Litern auf 100 Kilometer gemessen. Das ist durchaus annehmbar. Ist der Durchschnittsverbrauch höher, dann ist entweder die Zünd- und die Vergaseranlage zu überprüfen oder der Wagen wird vor allem im Stadtverkehr zu hochtourig gefahren. Eine verständliche Gewohnheit früherer Trabant- oder Wartburgfahrer. Den Moskvitsch kann man aber getrost im vierten Gang mit 40 bis 50 Kilometern in der Stunde fahren. Das ist sparsam und lohnt sich vor allem bei Ortsfahrten, ohne dass der Motor das irgendwie übel nehme. Nach der Fahrt im Moskvitsch 412, Treffpunkt Alexanderplatz, Kurzparkzone. Wartburg 1000 mit neuem Chassis. Wir bieten Ihnen hohen Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen. Durch Schraubenfedern und doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer in Verbindung mit Einzelradaufhängung. Wartburg 1000, gute Straßenlage und kurvensicher. Durch hintere Schrägpendelhalbachsen in Verbindung mit Querstabilisator. Wartburg 1000, kleiner Wendekreis von 10,2 Meter, äußerst beweglich und wendig. Wartburg 1000, auch bei großen Steigungen ohne Kühlwasser sorgen, durch geschlossenes frostsicheres Kühlsystem und Zwangsluftführung. Ihr Wartburg 1000 ist wartungsfrei auf 50.000 Kilometer. Wen lauert er auf am Fuße der historischen Wartburg? Den neuen Wartburg 1000, vollendet in Form und Konstruktion. Hohe Wirtschaftlichkeit, großer Fahrkomfort und außerordentliche Bequemlichkeit. Ein Volltreffer. Der neue Wartburg 1000, eines der modernsten Automobile. Aus der Wartburgstadt Eisenach mit 70-jähriger Tradition im Fahrzeugbau. Da ist er. 125 Kilometer. Ausgezeichnete Straßenlage. Der neue Wartburg 1000. Ein echter Fünfsitzer. Kofferraum für 57 Fußbälle. Modernste Karosserieform. Der neue Wartburg 1000 aus der Wartburgstadt Eisenach.